Hallo und herzlich willkommen bei mir auf der Couch bei OE24TV und bei mir zu Gast ein absoluter Superstar, Hansi Hinterseher, direkt aus den Tiroler Bergen zu mir gekommen. Bin ein bisschen umwegen, ja, bin ich von daheim unterwegs gewesen, heute haben wir auf Promotion-Tour, die ganzen Interviews dazwischen hin, aber jetzt macht es mir natürlich Spaß, bei dir da auf der Couch zu sein. Dankeschön, du hast ja auch deine neue CD, Bergsinfonie, mitgebracht. Mhm. Der Name ist natürlich schon was Großartiges, finde ich. Weil der Name ist Programm, würde ich sagen. Oder? Ja, Sinfonie verbindet man natürlich auch mit Streicher und Orchester, Großes. Aber ich habe davor, von der Sinfonie, die Berg. Und ihr wisst, ich bin daheim an die Berg. Da fühle ich mich wohl. Und es ist ja wirklich so, die Bergwelt, die ist kraftvoll, stark, die ist gefährlich, die ist brutal, aber hat eine Schönheit, das ist unglaublich. Und eigentlich ist es wirklich aus Spaß entstanden. Weil, warum ich ja gesagt habe, ist es so, weil der Seilertoni, der Karl Schranz, der Anne Marie Moser, der Beckenbauer haben schon Platten gehabt, ich da noch nie auch nicht. Das war eigentlich die Hauptidee oder die Überlegung. Traue ich mich über das Geschäft drüber oder habe ich Angst und sage gleich von vornherein, nein, das ist nichts für mich. Dann hat meine Frau gesagt, was habe ich zu verlieren? Dann haben wir gedacht, eigentlich hat sie recht. Nicht? Und eigentlich ist es wirklich aus Spaß entstanden. Deswegen ist das Baby so entstanden. Und ich hoffe, dass halt die Leute viel Spaß haben mit den Liedern. Nur auf die Bühne gehen, ein bisschen lachen, und das spürt sich natürlich auch nicht. Da gehört schon viel mehr dazu. Und Musik ist etwas Schönes. Und ich sage aber, wenn man auf der Bühne steht, ganz egal, ob du jetzt klassisch singst oder Jazz oder Rock'n'Roll oder was weiß ich, wenn man mit der Musik auf der Bühne Menschen irgendwie eine Freude bringen kann und irgendwie begeistern kann, dann macht man was richtig. Irgendwie nehmen sie mir das an, ob es dich selber zwickt oder nicht, das ist denen eigentlich wurscht. Mhm. Und du musst auf die Bühne rausgehen und du musst einer eine gute Zeit liefern. Und wenn einer meint, dass er es besser machen kann, kann er es ja probieren. Aber du bist deinem Stil immer treu geblieben, oder war das, hast du mal überlegt, ich will viel lieber Rock machen zum Beispiel? Da gibt es bessere, die das machen. Okay, also dein Genre ist einfach der Schlager und du sagst, da fühle ich mich wohl. Volksmusik, da bin ich daheim, da bin ich aufgewachsen. Da fühle ich mich wohl, weil ich immer sehr präsentieren auf der Bühne. Wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Jazz mache oder einen Rock'n'Roll, vielleicht konnte ich es, aber ich fange gar nicht damit. Weil überall, wo Menschen erfolgreich sind, da wo es herkommt, ist dann irgendwo der Neid und die Missgunst da und die Wertschätzung ist eigentlich gleich 0,0. Aber es geht jedem wahrscheinlich gleich, wenn einer irgendwo erfolgreich ist. Und, ja, der Prophet im eigenen Land. Ne? Jetzt hast du es gesagt. Aber mir geht es gut und ich fühle mich sehr wohl daheim. Und, es gibt auch gute Leute daheim, so ist es ja nicht. Und gerade die Mediengesellschaft, die hauen die auf für den Himmel. Und am nächsten Tag. Und am nächsten Tag kennen sie nicht mehr. Nicht? Ja. Und da denkst du natürlich, was ist jetzt so, ich habe nichts verbrochen. Nicht? Mhm. Ich bin da für euch, ich mache das gern mit euch. Aber bitte, Gage, akzeptiert einfach meine Privatsphäre. Mhm. Bis daher nicht weiter. Aber es gibt halt auch leider Gottes ein paar dabei, die sich unter dem Deckmantel der Pressefreiheit wirklich alles erlauben. Sondern ich möchte mich so sehen, wie ich mich gerne selber sehe. Das habe ich eigentlich auch beim Fernsehen schon so gemacht. Klar, vor 6 Jahren weg, aber irgendwo was mit der Kamera zu tun gehabt. Ich habe nie Angst gehabt vor der Kamera. Ein paar Jahrzehnte, was wir auf der Welt leben und machen uns das Leben so verdammt schwer selber. Wie blöd eigentlich der Mensch ist teilweise. Das letzte Mal hat eine Viertelstunde an mein Zimmer geklopft, musst du dir das vorstellen. Ernsthaft? Hotel, ja. Die hat keine Ruhe gegeben. Die hat rausgefunden, wo du bist und... Ja, sie wollte raus. Ich habe 3 Dirndln, Katrin. Und weh, ich schaue einmal in die Küche rein, dann schicken sie mich raus. Also wirklich? Finger weg. Du darfst gar nichts machen. Ich darf Müll raustragen, sowas ist schon. Nein, ich bin wirklich verwöhnt. Aber ich bin nicht einer, der jetzt denkt, ist das Berg gewesen, was damals war. Das ist vorbei, das Radl geht vorwärts. Mhm. Versuche das zu genießen und versuche eine gute Zeit zu haben mit meiner Familie zusammen, mit den Dirndl zusammen, mit dem Nachwuchs und einfach leben und leben lassen. Bei dir hat man das Gefühl, dein Geheimnis ist auch ein bisschen, du bist ein esniger Menschenfreund. Durch die politische Lage, was nicht leichter geworden ist, sagen wir es so, gibt es natürlich die südlichen Staaten nicht mehr so viele Plätze, wo man hinfahren will. Ich glaube, du sprichst ja auch ein bisschen die aktuelle politische Flüchtlingssituation an. Was sagst du da dazu? Ich möchte mich nicht äußern. Kann man eigentlich sagen, dass du ein politischer Mensch bist oder interessiert dich das wenig oder möchtest du dich? Ich bin kein politischer Mensch, ne. Also das heißt, du auch bildest dir wahrscheinlich schon deine Meinung, aber was sagst du zur aktuellen Situation in Österreich? Gibt es irgendwas, was dich aufregt oder? Ich bin kein politischer Mensch. Ich habe gelernt in jungen Jahren, bin ich in ein fremdes Land gekommen. Dann gibt es einfach gewisse Regeln. Mhm. Und wenn ich mich gegen diese Regeln, was in dem Land sind, daneben benehme,
dann habe ich Probleme.